So, Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tag für mich mit American Truck Simulator. So. Da. Mal schauen, wo wir waren schon Level 14. Aha. Sehr gut. Und wir hatten ja gerade erst eine Mission. Ah ne, wir hatten eine Mission abgeschlossen gehabt. Das heißt, wir sind jetzt gerade ohne Mission. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen. Warte mal kurz. Genau. Bankkonto hatten wir schon ausgeglichen gehabt, das eine Ding. Ich glaube, nur noch drei offene. Aha. Was ich mal ganz gerne gucken würde, direkt am Anfang, wie teuer eine Garage ist. Weil ich weiß nicht, ob sie jetzt 180.000 oder 280.000 war. Ich glaube, waren die Garagen immer 180.000, ne? Dann könnten wir uns nämlich bald denn vielleicht schon unsere erste Garage, also unsere erste nächste Garage mitsamt einem weiteren Truck genehmen. Jetzt sehe ich hier natürlich gerade, hier ist jetzt wahrscheinlich keine in der Nähe. Das ist natürlich, nee, ist natürlich sehr geil. Das bringt uns voll weiter. Und so. Ist denn hier keine Garage in der Nähe? Guck mal, dass wir da einen Viewpoint, den wir noch nicht haben. Direkt mal hinfahren. Da oben ist einer, aber da kommen wir jetzt ganz, ganz schwer hin. Also, naja, das ist ziemlich schwer. Na, ich sag mal so, wir brauchen sowieso noch mindestens eine Mission, eine weitere. Das heißt, wir fahren mal eine Mission und versuchen dann mal an so einem Haus vorbeizufahren. Getankt haben wir. Wir müssen so ein bisschen schlafen. Sieht auch noch gut aus. Unseren Fahrern geht es auch allen gut. Hoho. 300.000. Nice. Ah, er ist mittlerweile auch Level 4. Sehr geil. Und die anderen beiden sind mittlerweile auch schon Level 2. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist schon geil. Okay. So, gucken wir mal, was wir hier so für Aufträge haben, da wo wir gerade stehen. Wir stehen hier mitten im Nirgendwo, auch sehr geil. Achso, ist da hinten oben, da muss ich erstmal hinfahren. Aber 60.000? Gut, okay, jetzt habe ich auch Schwertransport, das heißt, da kommen wir nicht so schnell voran. Das hier würde mich ehrlich gesagt schon ein bisschen interessieren. Können wir dann nochmal gucken, ob wir da eine Route finden, ne, wo wir noch nicht so sehr waren. Ich glaube, das nehmen wir mal als Navi-Ziel einstellen. So, dann wollen wir mal hier. Oh, schön Gang, by the way. Erstmal hier direkt Musiker machen. Pop. Und pop. Warte mal kurz, ich muss mal hier wieder meine Kopfhörer hier einstellen. So. Und wieso? Ja, klingt gut. Okay. Schon echt schöne Gegend hier. Ach ja. Gut. Ach, wenn die immer noch drauf. Hä? Wieso diese? Müsst ihr ja nicht beim Neuladen verschwinden? Weil wir doch die Mission schon abgeschlossen haben. Ich dachte, ab dann gilt der LKW als normales Mobiliar. Und die spawnt dann, also verschwindet halt, wenn wir das Spiel neu laden. Warum ist der Flieger noch da? Das wird mich jetzt gerade total. Das zerstört meine gesamte Weltansicht, die ich hatte. Thank you.
So, kommen wir hier bereits an dem Haus vorbei. Ja, ha, passt doch. Oh, gleich kommt eine Rate und wir haben nur noch 10.000 Dollar. Wir könnten also im Minus landen, vielleicht. Ach, ich glaube, da werden wir nur noch 5 Dinger. Oh, siehst du. Haben wir kommen noch hohe Raten, ist ja sehr geil. 5.000 Dollar, ne, das kriegen wir ja pro Tag locker rein. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Oh, was mache ich eigentlich gerade? Oh, wow, wir müssen hier rum. Rase ich erstmal geistesabwesend die ganze Strecke lang hier. Ja, lol. Ja, aber cool, ne? Wir haben jetzt noch 5.000 noch was Euro? Dollar? Und ich kriege aber pro Tag weit mehr, auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich, wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo wir gar nichts mehr machen müssen. Das ist schon geil. So, 60 Stunden mal. Ah, lässt uns vorbei? Ja, lässt er. Sehr geil. Danke. Ist doch so ein schöner Wagen, ne? Oh. Schnieke, Schnieke. Guckt ihn euch an. So, noch 6 Meilen. Was geht da? Was? 45? Auf der Autobahn? Was ist hier los? Wie bin ich hierher gekommen? Oder weil da vorne wieder Stadt ist. Und Bahnübergang. So, wow. Blinke ich jetzt mal wieder die ganze Zeit vor mich hin? So, da vorne sich das Haus bereits. Sehr geil. Dann können wir mal ganz schnell vorbeischneiden und gucken, wie teuer das jetzt actually ist. Das wäre natürlich sehr praktisch, wenn es wirklich nur 180.000 kostet. Was ich auch irgendwie glaube. Was 280.000, der Preis, der kommt nicht bekannt vor. Also dürfte wirklich 180.000 sein. Aber wer weiß. Wow. Ich muss dran denken, dass ich ohne Hänger ja ganz schön viel Beschleunigung habe. 9 Foot 11. 19. Vor allem 19 Foot 11. Geiles Denglisch. Na, fahr doch. Warum bleiben die immer so kurz stehen? Das verwirrt mich. Ja, 180.000, geil! Cool. Das heißt, wir brauchen nur knapp, ich sag mal, 250.000 oder so. Also, ich sag jetzt mal noch diese Mission, die wir jetzt machen. Was mache ich hier gerade? Ich fahre komplett armselig hier gerade. Ja, wir brauchen bloß 250.000 Euro. Und dann können wir uns die nächste Garage kaufen. Und da wir hier bereits wieder 200.000 haben. Wow, ja, siehst du. Noch eine Mission und können wir uns die nächste Garage kaufen. Geil. Sehr geil. Müssen wir nur gucken, wo wir die kaufen. Sollte ja schon so ein bisschen abseits von unserer jetzigen Garage sein, dass wir so über der Map so ein bisschen weiter verteilt sind, ne? Ich würde dann auch sagen. Wo ist unsere Garage überhaupt? Ach, da unten. Ja, siehst du, das hier oben, irgendwo Idaho oder so. Oder in Wyoming, ist ja auch ein schöner Ort. Gerade hier unten so. Ja, hier ist Salt Lake City. Salt Lake City ist eine schöne Gegend.
Aber die ist mir noch ein bisschen nah an unsere vorhandene Werkstatt. Was ehrlich gesagt auch kein Problem ist. Ich meine, können wir hier, können wir später hier noch irgendwelche Sachen machen. Oder wir gucken erstmal hier oben, wie gesagt. Idaho voll zum Beispiel. Ja, wie gesagt, gucken wir dann, wenn wir das Geld haben. Jetzt erstmal gucken wir mal, wie viel uns diese Mission überhaupt jetzt einbringt. Da habe ich jetzt schon wieder vollkommen vergessen. Hä? Wieso blinke ich nach dem T-Stück? Hä? 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 Oh! Ha. Ich hätte schon ein Feuer reinbiegen müssen. Hier ist gesperrt, ihr Bitches. Oh, schon rot. Da darf ich jetzt vielleicht mal fahren hier? Okay, nach dem fahren wir. Oder auch nicht, weil die also langsam sind. Oh Mann. War der nicht gerade noch auf der anderen Spur? Und fährt natürlich auch direkt los. Leute, ganz viel Aktivität hier. Wir sollten auch mal unsere LKW reparieren, actually, ne? Haben wir den Schein jetzt gerade eben bekommen? Wir hatten noch repariert gehabt, oder? Zustand. Nee. Wir waren noch nicht in der Werkstatt? Hm. Weißt du was? Dann leck mich. Dann, fahren wir mal doch ganz kurz pennen und fahren dann gleichzeitig mal zur Werkstatt. Zu einer Werkstatt. Wo hier natürlich keine ist. Hallo? Werkstatt? Werkstatt? Hallo? Okay, gut. So viel zu dem Thema. So, Aufträge. Wir nehmen den und Gefahrenklasse 1. Aha. Läuft der 1A. So, 50.000 Euro bekommen wir. Auftrag annehmen. So, wir haben nur noch 40 Stunden Zeit. Ne, also ich muss jetzt mal ankoppeln, bevor ich die Route mir ausstecken kann. Oh, explosive. Hallo? Ah. Der bremst wie eine Pussy. Wo? Ein 1. So, und jetzt da. Jutchen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir uns mal eine Strecke raussuchen, wo wir actually noch nicht so sehr waren. Also zum Beispiel, und hier unten rum wird es ganz schön eng, aber hier gibt es keine. Warum ist hier nicht noch eine Seitenstraße? Kacke. Ich will doch schon wieder nichts. Ich meine, gut, ganz ehrlich, wir müssen hier unten hin. Da können wir also auch komplett nuts gehen und hier lang fahren.
Und dann hier unten. So ungefähr. Bam. Brauchen wir 21 Stunden? Das klingt machbar. Wir haben 50 Stunden Zeit. Das klingt sehr machbar. Okay, let's go. So. So, kommen wir hier vorbei. Oh, wir haben Stoppschild umgefahren. By the way. Ah, wie schlecht aus. Der Feld, so fett ist. Weg da. Das ist meine City hier. Das arme Stoppschild ist auch noch so jung. So, vor dem Bahnübergang. Wow, schnick, sehr, sehr schick. Ich lampe gar nicht mehr. Fuck my life. Oh, also wir haben grün. Und keiner sagt uns das. Ach, da vorne müssen wir. Ah ne, wir können auf der Spur bleiben. Ja gut. Dachte ich gerade, wir sind schon wieder auf der falschen Spur hier. Gut, ich meine, da vorne wird wahrscheinlich dann eh wieder einspurig nach der Kurve. Oder in der Kurve. Boah, voll Dreck im Auge hier. So. Ah, siehst du. Irgendwann kennt man die Auffahrten. Es ist ja doch immer das Gleiche. So, wir dürfen nur 60. Oh Gott. Und die fahren sogar noch langsamer. Vorne blockiert auch schon wieder ein LKW die linke Spur. Läuft ja schon wieder geil hier. Oh, schöne Brücke. Ich liebe diese Stahlkonstruktionsbrücken, die halt so eine Gruppe haben. Das sieht immer so geil aus. Wenn dennoch noch am besten Nebel wäre auf der Brücke, also so richtig dichter Nebel, dann wärst du die perfekte Horrorfilm-Szenerie. Oder Horror-Game. Auf jeden Fall Horror-Szenerie. Oh, da blinkt was. Ist das gut? Jetzt hat die Straße gesperrt ist. Klar, komm auf meine Spur, um zu bremsen, Junge. Ich klatsch dich so hart.
bleibt jetzt stehen. Und, na gut, reden. Weil ich auch nicht wirklich schneller war als er. Gerade. Ah, 65, yay! Pendleton, Pantutron. No magic, just science. Aha, okay. Ich bin ganz schön provokant, aber ich fühle dich. Ich fühle dich. Pferde. Cool. Hier noch mehr. Ah, komm. Jetzt mach ich hin. Kann ich überholen hier? Ah, man sieht leider nichts. Ah, ne. Ist mir zu kurvig. Und er bremst natürlich. Okay, dann überholen wir halt doch. Sachen, die man im echt niemals machen würde, ne? Einfach mal so als Impulsreaktion heraus überholen, weil er anfängt zu bremsen. Und dabei hat man aber auf der Straße überhaupt keine Sicht. Da kann man bloß hoffen, dass man selber und der eventuell vorhandene Gegenverkehr gut genug Bremsen haben. Was sieht frei aus? Das ist aber hier auch echt ein schöner Wald. Ui. Ach, ist ja schon wie so ein Mini-Zaun. Ah, wunderschöne Felsformation. Auch schon 55.
ich finde, da vorne ist wieder ein Aussichtspunkt. Coole Sache, diese Dinger. Dann würde ich mal sagen, machen wir nicht auch gleich Pause, oder? Nutze ich hier noch weiter zu fahren? Hm, oh doch, Schucke, können wir hier noch fahren. Können wir hier unten um vier, wobei, nee, das ist kein Rastplatz. Wobei, müde sind wir auch noch nicht, von daher schlafen wir noch nicht. Aber ich glaube, ein bisschen können wir noch. Na wohl, komm, zwei Minuten. Nee, lohnt sich nicht. Ja, komm. Dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Wir wollten eine etwas kürzere Folge. Aber dafür hat sich gerade das Ende so gut ergeben, bevor wir jetzt hier noch 3 Stunden weiterfahren. Bis dann.